300 SL von 1952, der legendäre Flügeltürer, weil Rudolf Uhlenhaut ein Auto gezeichnet hat mit einer hauchzarten, superleichten Aluminiumkarosserie. Darunter ein Stahlgitterrahmen, der dieses Auto wirklich zu einem absoluten Rennwagen macht. Und zwar schlicht kein Platz für normale Türen. Deswegen haben die 300 SLs ihre Flügeltüren. Das Problem an der Sache war, das Reglement von Le Mans hat die von Uhlenhaut erst eingesetzten Türen, die tatsächlich nur bis hier gingen, verboten. Und deswegen ist hier dieses Auto, sieht man schon, ein Auto, was dem Le Mans-Reglement entspricht, mit den etwas größeren Türen. Und das wurde auch ein Erfolg. Direkt im ersten Jahr 1952, zweiter bei der Mille Miglia, Le Mans-Doppelsieg und eben die Carrera Panamericana. Man erkennt es am Kühlergrill, auch gewonnen. Das war der Startschuss der populärsten Motorsportbaureihe von Mercedes überhaupt.